Herzlich willkommen, liebe Besucher unseres YouTube-Kanals. Heute seht ihr ein Review der DX01 Joker Policeman Version Hot Toys Figur zu Batman The Dark Knight. Hier sieht man schön die aufwendig gestaltete Box, wieder im silbergrauen, seidenmatt schimmrigen Design, passend zur Batman Deluxe Figur. Die Box lässt sich wie immer aufklappen. Ganze in einem richtig kräftigen Lilaton innen gehalten. Auf der Innenseite eine kleine Bio zum Joker an sich und hier als Zusatzfeature, sehr nett gemacht, 5 so kleine Spielkarten, wo Hot Toys als kleines Dankeschön an die herausragende schauspielerische Performance von Heath Ledger, ja, hier nochmal einen kleinen Erinnerungsspruch mit drauf gemacht hat. Eigentlich eine ganz nette Geschichte. Alles wahnsinnig gut gepolstert und bombensicher verpackt. Man nimmt die obere Schicht ab und sieht hier eigentlich schon fast zwei Figuren in einer. Rechts zu sehen natürlich nur die Policeman, Gotham City Policeman Uniform mit dem zweiten Kopf und links dann der komplette Body mit dem Purse-Kopf und der normalen Joker, dem normalen Joker-Outfit. Im Innenleben der Verpackung bzw. im unteren Layer findet man dann das komplette Zubehör, die ganzen verschiedenen Hände, um die ganzen verschiedenen Waffen und so weiter zu halten und natürlich die beleuchtete Displaybase. So, als brandneues Feature, was Hot Toys zum ersten Mal verwendet hat bei der Joker-Figur, zeigen wir euch jetzt das Purse, das Parallel Eyeball Rolling System. Hot Toys hatte einfach mal die Idee, die Figuren noch aufwendiger zu machen, was die Mimik und so weiter betrifft, und haben dazu eben dieses menschliche oder sehr authentische Augensystem erfunden, welches jetzt bei dem Joker zum ersten Mal zum Einsatz kam. Bei dem Joker funktioniert das folgendermaßen: frei nach dem Motto Doktorspielchen mal anders, muss man ihm quasi die hintere Hälfte des Schädels abnehmen. Die wird ganz gut durch so einen Magnet hier innen gehalten. Und dann sieht man hier schon diesen kleinen Stick, der zum Vorschein kommt, mit dem man quasi die Augenstellung verändern kann. Wir zeigen das mal hier ein bisschen in der Nahaufnahme. Also man hat im Prinzip 360 Grad freie Drehung und kann eben so halt die Augenstellung verändern. Und kann ihm halt, je nachdem, wie man ihn posieren mag, einen total anderen Look verpassen, eine total andere Mimik. Wenn man die gewünschte Stellung erreicht hat, schließt man die Schädeldecke quasi einfach wieder und es klippt sich da unten und ganz gut rein und wird durch den Magnetmechanismus auch wieder ziemlich einfach und schnell gut gehalten. Es ist zwar eigentlich schon Standard bei Hot Toys, aber speziell bei dem Joker ist uns wieder aufgefallen, in was für einer aufwendigen Liebe zum Detail Hot Toys hier wieder gearbeitet hat. Wahnsinnig schöne und aufwendige Materialien, die sie hier verwendet haben für die Klamotten. Und ja, wie gesagt, extrem detailverliebt. Man sieht hier die bunten Socken. Wenn wir hier mal ein bisschen vielleicht näher rangehen mit der Kamera, diesem lilanen Samtmantel wirklich so einen, ja, bisschen dreckigen, getragenen Look verpasst. Das gehört also so. Hier reinguckt, also man hat den Obermantel, dann natürlich nochmal das Sakko und unten drunter die Weste. Wirklich richtig aufwendig gemacht. Hier seine Kette am Gürtel hängen. Und hier in der Innenseite, in der Brustinnenseite vom Mantel, sieht man jetzt hier auch ganz schön die Halterungen für die Handgranaten in der einen Szene, die als Zubehör natürlich beigefügt sind.
Das versuchen wir jetzt mal ein bisschen nachzustellen, das zeigen wir euch gleich. So, hier die entsprechende Szene so ein bisschen nachgestellt. Also man sieht schon, er hält hier wunderbar den Ring von der Handgranatenkette, die wir jetzt hier in seinem Mantel integriert haben. Es sind noch Mini-Sicherheitsnadeln enthalten im Zubehör, die wirklich funktionieren, die man hier noch innen zusätzlich anbringen könnte. Muss man aber nicht, das hält so ganz gut. Das Ganze ist ein sehr, sehr aufwendige Kleinarbeit. Man braucht da eine ruhige Hand und ein bisschen Zeit. Aber es hält auch so ganz gut und das Ganze ist auch in der beiliegenden Anleitung auf Englisch auch nochmal ganz gut beschrieben. Also man kommt da ganz gut klar. Kurze Umzugsphase. Wir ziehen dem Joker jetzt noch ganz kurz sein Policeman-Outfit an. Hier, ja, ein kurzer Zwischenschritt, wie man jetzt auch sieht, er hat jetzt ein anderes Paar Hände bekommen. Und wir haben ihn jetzt mal auf die Base gestellt. Die Base ist auch wieder mit zwei LEDs, die übrigens flexibel verstellbar sind, beleuchtet. Es kommen drei kleine Batterien rein. Kostümwechsel beendet. Wir haben ihm jetzt das zweite Outfit, das Policeman-Outfit, angezogen. Auch wieder super aufwendig detailliert gemacht. Richtig geile Stoffe hier verwendet. Das paar Hände mit den weißen Handschuhen eben dazu passend. Kopf ausgetauscht, wie man sieht. Schuhe ausgetauscht. Sogar ein zweites Paar Socken, falls die anderen mal ein bisschen stinken. Ja, beziehungsweise einfach in Schwarz passend dazu zum Policeman-Outfit. Ja, man muss ganz ehrlich sagen, der Kostümwechsel an sich braucht schon eine gewisse Zeit. Man muss sich wirklich Zeit und Ruhe dazu nehmen. So, für unser Abschlussbild haben wir nochmal eine authentische Filmszene nachgestellt. Geht aufgrund der Beweglichkeit der Ellenbogen, der Handgelenke und so weiter echt wirklich super. Man sieht also, wie wir ihm hier das Gewehr in die Hand gedrückt haben. Selbstverständlich hat er sein Policeman-Abzeichen auch noch an die Brust bekommen. Wie vorhin schon erwähnt, es ist relativ aufwendig, da die Klamotten zu wechseln. Es geht natürlich, aber man braucht sehr viel Zeit. Deshalb empfehlen wir so als kleinen Insider-Tipp, sich so eine True-Type-Figure-Body dazu zu nehmen, also als zweiten Grundkörper sozusagen, was aufgrund der ganzen Klamotten und Zubehörteile bei der Figur halt den Vorteil hätte, dass man sich quasi zwei Figuren auf einmal hinstellen kann. Also man kann mit einer Deluxe-Packung Joker sich zwei Joker-Figuren hinstellen und hat dann auch nicht mehr den Kostümwechsel und so dauernd vorzunehmen, wenn man mal die Szene ändern möchte. Die True-Type-Bodies kann man auch bei uns im Shop bestellen. Ja, ansonsten natürlich der Joker eine absolut wahnsinnig geile Figur und sollte in keiner Batman-Sammlung fehlen.